Kapitel 14 – Heilende Wunden. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Plaxil Requiem. Hat uns gerettet. Ja, aber wie man das ja so von Plaxil kennt, so richtig sicher ist man nie. Und wir spielen noch, das heißt, das ist nicht das Ende. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. So, ich schau mal eben. Das habe ich drin. Okay, wie viel? Achso, zwei Pfeile habe ich ja gerade im Köcher noch gesehen. Schauen wir mal eben hier unten nach. Nee, das hatten wir schon. Ja, mit dir möchte ich gerne noch sprechen. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause, also ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Oh, Lukas, bist du mein bester Freund oder wirst du später mal mein fester Freund? Wenn du 18 bist und ich, ja, keine Ahnung, vielleicht dann 25 oder so. Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist. Ich weiß auch nicht, wie alt er ist, davon mal abgesehen. Ich bin so froh, dich zu sehen, Sophie. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck ja, mal. Ja, ich komme. Sollen wir ein paar Fische angeln? Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey, es tut mir leid wegen der, naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Ach, der Graf! Es ist ziemlich schnell. Seht ihr,
So ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Das ist aber wahr! Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amisha, hier oben, zu mir! Kommt die anderen? Die kommen klar. Bleib zum Seil auf der anderen Seite. Alles klar. Ja, ich will aber. Es ging nicht. Was denn? Achso. Na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, nein, nein. Was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Amisha, los zum Unterdeck. Ja, sofort. Zum Unterdeck. Ich komme. Wohin? Was, wie, wo? Was mache ich jetzt? So. Hallo. Zeig mir das Y an. Locker und du ziehst es zu dir. Okay. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anu. Tun wir nicht. Ich hab dich nicht gerettet, damit du jetzt stirbst. Oder ich. Oder mein Bruder. Das hat nicht genügend. Sie kommen. Werft Ladung über Bord. Schon der Wappa. Hilf mir hier, Amicia. Komme. Welche Ladung, welche Ladung? Oh, Bogenschützen. Alle Köpfe runter. Okay, so viel dann dazu. Ich übernehme die Fracht. Los! Geht klar! Sekunde, ich komme! Schütze Sophia und Lüge. Ihr könntet mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an, du Gesamt! Den Sohn lasst unversehrt! Tötet die anderen! Feuer! Feuer! Was soll das? Ihr alle! Ah, nein! Jetzt nicht sterben! Geh weg da! Ja, lauf! Hallo! Ich kann ja nicht hoch. Ist das euer Ernst? Ich komme da nicht hin. Die wollen uns rammen! Ja, wenn du mal getroffen hättest. Oh nein, nein, nein! Oh. Hallo? Nein. Was ist jetzt los? Oh nein! Amicia! Amicia! Was ist los? Ja, das frage ich mich auch. Nein. Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Ich hoffe, das war jetzt gewollt. Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alle zerfleischen! Es sind zu viele, Arno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Chef, Moment! Für den Grafen der Provence! Oh, fuck, willst du mich verarschen? Ich bin kein Feigling! Du verwechselst Feigheit mit Strategie! Das überrascht mich nicht! Halt die Fresse! Ich hab ein Schwert für dich! Tötet diesen Mann! Siehst du deine Männer gern sterben, Victor? Ich überlasse dir die Ich würde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist! Hol dir deinen Atem, alter Mann! Ich hoffe, die kommen immer wieder! Ich nehme den rechten, den anderen kriege ich nicht hin. Ich tanze auf euren Leichen. Das Boot ist zerstört, Anno. Wir nehmen ihres. Finge weg vom Jungen, kapiert? Macht sie fertig! Unsere Zeit steht auf dem Spiel. Es gibt keine Spiele. Nein, nein, Konzentration. Kommt nur, ich bin im Besten. Ihr sterbt wie die Fliegen. Ich hab, doch, ich hab einen Fall noch. So nicht. Wie viele sind das? Es sind weniger, nur es sind zu viele. Ja, hallo, es sind zu viele, das schaffen wir nicht. Durchhalten, komm schon. Da! Ja, weiter so. Es ist fast vorbei, Hugo. Ich bringe dich hier raus. Komm, Amicia! Geh wieder rein! Da war noch ein Pfeil! Oh, nein! Amicia, nein! Jetzt hab ich einen. Amicia! Amicia!
Sie ist tot. Hugo, komm mit mir. Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen dir nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flamme. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie! Kapitel 15 – Sterbende Sonne. Verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Fühl die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Oh, verflucht! Ja. Ja, ich hätte jetzt gerne auch ein Pferd, ehrlich gesagt. Durch. Wird bald besser. Der Graf, hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen, nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Stimmt, Lukas, habe ich total vergessen. Oh Gott. Hier durch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein! So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen.
Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Ich kann doch gerade gar nichts machen. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Okay, die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nirgendwo hin. Du verdammter Trottel, was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn, meine heilige Waffe. Das Kind gehört jetzt zu uns. Dein böses Werk wird nicht gelingen. Schande! Oh doch, aber erst seid ihr dran. Macht sie fertig, verdammt! Zu Befehl, sofort! Erledige sie, Mädchen. Du bist härter als sie. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilies Tod vorbei. Jetzt stirb! Boah, ernsthaft? Ernsthaft? Ah, da war noch einer. Lauf! Bin ich jetzt nicht, ne? Warum seht ihr euch alle so nach dem Tod? Deine unschuldigen Opfer! Dein verdorbenes Blut wird den Boden tränken! Ich schlitz die Hexe persönlich auf! Unterschätzt sie nicht! Sie hatte Einfluss auf den Sohn! Er ist mein Bruder! Da ist noch einer! Hab ich mich jetzt erschrocken? Wir verschwenden unsere Zeit, Arno! Wir müssen eine Gur finden, bevor... Oh, fuck! Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Ist dir egal! Du willst doch nur meinen Tod! Falsch! Oh, der andere... Oh, scheiße. Wie habe ich den denn jetzt nochmal besiegt letztes Mal? Kann ich dich anvisieren? Hä? Ich hab doch gerade einen Pfeil geholt. Hä? Wie viele Pfeile soll ich denn noch rausholen? Pfeil, 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 Pfeil. Ich brauche einen Pfeil. Lass mich doch einfach in Ruhe. Du selten dämlicher Spacko. Kann ich hier nicht einfach stehen bleiben? Ja, da will ich nicht direkt hinlaufen. Lauf, Mann! Stehen bleiben. Aber ich glaube, der ist nur gestunt davon, kann das sein? Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Ich habe doch irgendwas. Ach, das war gar nicht Thea, was ich eben gemacht habe, oder? Ja!
Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube nämlich, dass wir den damit immer nur stunnen. Ach, ja, ich glaube. Ja, ich hab's verstanden. Achso, das war jetzt überflüssig. Ach, er denkt, ich bin tot. Und gibt sich der Makula hin. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Anno! Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin. Verflucht, was ist das? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Ihr habt hier nichts verloren. Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinen Händen. Du hast es im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Boah, ich sehe den da oben gar nicht. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Da, eindringen. Ich werde dich so. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagst, wo Hugo ist. So selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen jetzt. Euer Tod ist so sinnlos! Wir bringen es zu Ende! Tötet sie! Sie versucht euch zu retten, ihr Arschlöcher! Möge der Glaube meinen Arm führen! Für die hellen Tage! Emily ist... Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte! Jetzt kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Es war Zeit für Frieden! Was ist das für eine? Aber ihr musstet alles ruinieren! Oh nee. Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine Technik wird nachlässig! Du hast zu viel mit Abschaum trainiert! Sie waren besser, als du es je sein wirst! Ach komm, wie soll ich den denn von hinten treffen? Der dreht sich doch die ganze Zeit wieder um. Da seid ihr auch nicht sicher. Ihr habt hier nichts verloren. Dahinter also, hä? Nicht sehr schlau. Alles klar bei dir da drüben? Die war das, kein Zweifel. Ich habe natürlich genau das Falsche drin. Moment, der hat einen Speer. Kommt her! Nehmt das! Eindringlinge! Da! Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Vergesst es! Nehmt das! Ach, das ist auch ein Schwert. Wer zum Teufel seid ihr? Da! Zwei Pfeile habe ich noch. Dahinter versteckt ihr euch. Na, viel Glück. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe nur noch eine davon. Ihr da! Halt!
Ach, das war... Nein, oder? Och nein, dieser scheiß Teer. Och, fuck. Seid ihr in Sicherheit? Das ist doch der, den ich irgendwie von der Rückseite treffen muss, oder nicht? Sieh mal an! Kommt da raus, aber zackig! Das war's! Ja. Du Vollidiot! Nein, das mit dem Teer ist ganz scheiße. Das ist ganz scheiße. Wobei? Das war's! Kommt da raus, aber zackig! Seid ihr in Sicherheit? Ah, das ist so nervig. Unglaublich dumm. Amicia, er gehört dir! Es ist vorbei! Nein! Wieso habe ich jetzt nur noch die Schleuder? Lauf! Hallo! Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hä? Leute! Also mein Controller funktioniert noch. Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Was war das denn jetzt gerade? Los, Amicia! Es ist vorbei! Jetzt, du! Und wieso hat das eben nicht gezählt? Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige, ich... Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. Du... Wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel.
Ich muss irgendwas tun.